Wir freuen uns natürlich sehr, dass nach einem Jahr jetzt unsere neue Platte draußen ist. Nervös sind wir ehrlich gesagt gar nicht, sondern einfach sehr freudig. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, das war eine lange Zeit. Und es ist echt schön, jetzt mal wieder unterwegs zu sein, ein bisschen Konzerte zu spielen. Das hat mir echt gefehlt. Also live spielen ist schon immer noch das, was wir am allerliebsten machen. Wir sind eine Liveband, die erst viel später angefangen hat, Alben zu machen. Und davor hatten wir wahrscheinlich schon ein paar hundert Konzerte gespielt. Deswegen ist es immer wieder schön, eine neue Platte zu machen, aber dann auf Tour zu gehen, das ist dann das, warum man es macht. Am meisten bedeutet hat mir als Kind der Song, ich würde fast sagen, der am meisten lief, war Born in the USA bei uns zu Hause von Bruce Springsteen. Geil. Und ich fand damals schon irgendwie die Attitüde, Telecaster, Gitarre, Rock und irgendwie diese Selbstverständlichkeit, wie Bruce Springsteen auf der Bühne stand, das hat mir schon viel bedeutet und hat mich sehr inspiriert. Kaffee, Wein. Oh Gott, das ist One moment in time. Naja, der schönste Moment in meinem Leben war schon, als mein Sohn geboren wurde.